Der letzte Part lief doch ganz gut. Willkommen zurück zu Let's Play Medieval auf der PS4. Rückkehr zum Friedhof steht jetzt an. Wir haben den Buntglasdämon beim letzten Mal besucht. Das verlorene Skelett ist zurück. Jetzt müsst ihr euch bis in das Land der Lebenden durchschlagen. Aber nehmt euch vor den Friedhofswächtern in Acht. Sie lieben es, die Knochen zu begraben. Knochen zu begraben, okay. Ja, vielleicht kommen wir jetzt gleich einfach von der anderen Seite des Tors, keine Ahnung. Ich war beim letzten Mal ja nochmal auf dem Friedhof, weil ich noch ein Lebensfläschchen nicht gesammelt hatte. Und hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, muss ich sagen, dass ich da auch direkt einen Schlüssel einsetzen kann. Das ging allerdings nicht. Weiß nicht, ob wir vielleicht jetzt das Level hier zuerst dafür machen müssen. Das werden wir vielleicht gleich dann rausfinden. Hier sind Floße oder so. Es macht mich ein bisschen an, da mal drauf zu springen und mitzufahren, muss ich gestehen. Ich habe die Befürchtung, dass mich, oh mein Gott, das umbringen wird. So auf jeden Fall. Aber macht ja nichts, es macht nichts. Komm, ich versuche das jetzt auf jeden Fall mal. Wir sind noch am Anfang des Levels. Eieiei. War das gerade auch schon weg? Das ist doch gerade erst runtergebrochen, oder? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Aber das will ich jetzt gerade gemacht haben. Dafür muss ich aber auch erstmal treffen. Ich komme halt immer noch nicht so auf die Sprünge klar. Die sind halt einfach, wenn man es mal so sagt, die sind scheiße. Mit denen kann ich absolut nicht umgehen. Egal, ich versuche das jetzt weiter. Nee, ehrlich, ich versuche das jetzt weiter. Auch wenn es vielleicht nur ein schickes Gimmick ist, aber ich will das jetzt, Ich mache das weiter. Das interessiert mich jetzt gerade. Dafür muss ich halt nur die Sprünge geschissen kriegen. Und das ist auch generell wahrscheinlich in unserem Interesse, wenn ich die mal geschissen kriege. Im Zweifel ist es also einfach nur ein gutes Training. Vielleicht auch ein schlechtes, weiß ich nicht. Habe ich jetzt weniger Energie? Und warum habe ich direkt den Hammer ausgerüstet? Weil es mein Primär-Item ist, ne? Vielleicht sollte ich die einfach mal ändern. Vielleicht sollte ich auch einfach den Hammer wirklich als Primärwaffe benutzen. Ei! Ach so, die stürzt runter. Ach so, deswegen war die gerade weg. Ich dachte irgendwie, weil ich da Hokuspokus gemacht habe. Na gut. Ja, schön. Okay, ich glaube, man kann da gar nicht drauf stehen, oder? Es triggert mich zu sehr, weil das einfach zu sehr danach aussieht, als wären es Plattformen und als könnte man es als Plattformen benutzen. Ich möchte das nicht einsehen. Wirklich nicht. Noch nicht. Nee, man rutscht da runter. Ja, leck mich doch. Ja, dann lassen wir uns natürlich jetzt auch nochmal Game Over gehen. Also ich versuche es jetzt quasi noch zweimal. Weil so sehe ich das nicht ein. Ach nee, wobei nur noch einmal. Ich sehe es jetzt nicht ein, so weiter zu spielen hier das Level. Auf keinen Fall. Schade. Das wäre doch voll die geile Trophäe zumindest mal gewesen oder so, weißt du? Bei Spyro muss man einfach nur so ganz komisch in so ein Eck laufen, wo Wasser rauskommt. Und es ist direkt ein Stilpunkt. Und hier gibt's ja so voll die geile Sargfahrt und da ist einfach nix. Das kann doch irgendwie nicht sein, oder? Na gut. 3 Minuten verschwendet. Sehr schön. Willkommen zu diesem Let's Play. Man kann es ja nicht wissen, ne? Man kann es ja nicht wissen. Haut mal ab, ey. Was ist denn mit euch? Widerspenstiges Zeugs. Das ist eigentlich meine Mega-Spezialattacke, oh mein Gott. Den kann man auch aufladen, oder? Ja, den kann man aufladen. Aber ich glaube, das lohnt sich hier gerade nicht so. Ich würde dann doch mal wieder wechseln, würde ich sagen. Das hier ist einfach nur Atmosphäre. Alter, wie wenig Energie habe ich eigentlich schon wieder nur noch. Ich meine, gut, ich lasse mich auch die ganze Zeit von diesen Pissern hier treffen. Ja. Soll ich mal wieder ein bisschen den Schild benutzen? Ich weiß es nicht, ich weiß es ehrlich nicht. Es bringt halt kaum was, weil ich muss die sowieso besiegen, so schlagen und so. Ich bleibe bei meiner schönen offensiven Spielweise, was anderes kann ich nämlich eh nicht. Und hoffe, dass ich nicht allzu oft getroffen werde. Vielleicht sollte ich auch doch mal auf den Hammer wechseln oder vielleicht doch einfach mal auf Fernkampfwaffen. Ja, vielleicht auch nicht das Schlechteste. Man kriegt ja auch eigentlich immer genug, beziehungsweise kann man dann, man kann sich auch immer Sachen kaufen. Ich bin dann nur ein geistiges Stück Scheiße. Das ist das Problem dabei. So, ich glaube 500 Grabsteine kaputt machen oder so gibt nochmal eine Trophäe. Machen wir da auf jeden Fall mal weiter. Komm ich da hoch? Da ist irgendwas Tolles. Keine Ahnung, ob das so beabsichtigt ist hier. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Hier ist Gold, okay. Gut.
Soll ich einfach mal, zumindest mal als Sekundärwaffe irgendwas, irgendein Dolch oder so ausrüsten? Ja gut, dann werden dann eher die Armbrust wahrscheinlich. Ich glaube, die Dolche haben schon ausgedient. Im Hammer bin ich halt so ein bisschen langsam, ne? Ein bisschen zu langsam für die Kollegen. Wobei es gerade eigentlich ja ganz gut geklappt hat, bis der mir jetzt wieder Energie abgezogen hat. Naja, machen wir mal weiter. Mal schauen, wie lange das gut geht. Ja, bis der erste direkt wieder auf mich zugerast kommt. Schön. Ey, leck mich doch. Jetzt nehme ich jetzt reicht's mir, ehrlich. Jetzt brauche ich mal Fernkampf, echt. Das geht mir jetzt langsam ein bisschen zu weit. Ja, aber ich glaube, das Schwert ist trotzdem primär. Das ist nicht so schlecht. Jetzt habe ich die nur gewechselt, ne? Ich würde gern genau... Was habe ich denn jetzt ausgerüstet? Ich sehe es gerade nicht so ganz. Ach Gott. Mit der Steuerung komme ich noch nicht so ganz klar. Haut ab, Leute. Ehrlich, haut ab. Die fucken mich ja so hart ab, ne? So. 142 Schuss habe ich jetzt. Das werde ich mir jetzt zunutze machen. Die sind einfach zu stark. Ehrlich, die sind einfach zu stark, die Säcke. Ja, und ich laufe auch trotzdem noch voll rein. Ich baller jetzt einfach drauf los. Ist mir ehrlich scheißegal. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach so, das ist so ein TNT-Fass. Manno! Ich komme mit dem Spiel gar nicht zurecht. Der Buntglas-Dämon war eine Ausnahme. Beziehungsweise die ganze Welt, das Bergmausoleum. Warum habe ich die jetzt wieder ausgerüstet? Ich habe doch die andere Waffe gehabt. Mein Gott, ich komme nicht klar. Ich bin doch gleich schon in der Game Over. Ach, hier ist... Ah, hier ist... Ja, schön. Das freut mich. Kann ich gut gebrauchen. 200 geben die offenbar immer. War zumindest bisher so. Habe ich jetzt hier zwei Wege? Ah, da. Es bringt mir halt gefühlt nichts, die aus der Ferne zu besiegen. Die kommen sowieso wie irre auf mich zugerannt. Uiuiui, und ich bin halt auch echt kein geduldiger Spieler, was sowas angeht. Und ich denke halt immer, ich schieße mit R1. Das ist immer mein Schild. Und ich sehe nichts. Danke. Bin ich jetzt hier eigentlich? Moment, es kommt mir gerade halt so bekannt vor alles. Es sieht, glaube ich, einfach nur... Nee, Moment. Das ist doch der... Ich bin ja jetzt wieder im ersten... Wirklich am Friedhof, oder? Das ist nämlich, glaube ich, hier der Gargoyle-Händler, den ich übersehen habe. Oder den ich auch bewusst einfach nicht mitgenommen habe. Seht das, wie ihr wollt. Was haben wir hier? Ein Silberschild. Oh, das ist ja nicht schlecht. Wurfdolch und Armbrustbolzen. 50 Stück. Habe ich schon so viel? Ja, gut. Komm. Nehmen wir mit. So. 66% haben wir hier mittlerweile vom Seelenkelch. Ja, okay. Ja, wo kam ich denn dann bitte jetzt her? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Aber das kommt mir doch jetzt sehr bekannt vor vom Anfang. Na gut. Dann können wir jetzt vielleicht durch das Tor da gehen. Wo wir jetzt dann zwangsläufig hinkommen müssten. Irgendwo. Ich meine, ich war zwar da erst vor 10 Minuten, aber ich habe die Orientierung trotzdem schon da verloren. Hier müsste das jetzt sein, ne? So, und jetzt kann ich hier rein, oder was? Ein bisschen dumm. Eieiei, vor allem, weil ich halt gerade da war. Hallo! Alter, ihr seid so irre! Leute, ihr Spacken! Was geht denn mit euch ab? Habt ihr sie noch alle, sag mal? Also, das ist ja... Was sind das für irre, kranke Schweine? Was macht das jetzt hier für einen Unterschied? Ob ich Kreis oder Quadrat drücke? Keinen. Es ist für mich die gleiche Attacke. Alter Vater. Ja, hier, komm. Dann nimm jetzt auch den Schlüssel. Warum auch immer das nur in dem Level jetzt geht. Finde ich ein bisschen sinnlos. Aber gut. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich richtig aus dem Maul. Habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Ich bleib bei der Armbrust am besten. Versuch erstmal... Neuer Eintrag, schön. Wahrscheinlich noch fettere Gegner. Ach, hier sind Wölfe. Wölfe sind das hier. Ah. Deswegen habe ich auch wahrscheinlich ein Trophäe übersprungen, weil ich das hier noch gar nicht machen konnte. Aber das eigentlich zum Friedhof gehört. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. So. Ich bin jetzt vorsichtig. Ich mache jetzt hier einfach alles mit Fernkampf. Und kaufe mir dann einfach neue Sachen. Gerade habe ich noch das Geld. Eure Füße sollen euch schneller tragen? Ihr wollt Mauern einreißen, indem ihr sie rammt? Ihr müsst nur die bösen Friedhofswächter besiegen, um die neue Fähigkeit zu erlangen.
Wieso ihr euer Grab ohne sie verlassen habt, erfahrt ihr nie. Schön. Mir eigentlich auch egal. Hauptsache, ich krieg die denn. Was, brauchen wir hier die Erdrune oder was? Was war das gerade? Sternrune, okay. Also eine neue, die kennen wir so noch nicht. Also so eine Fähigkeit wie jetzt bei, keine Ahnung, Zelda halt, A Link to the Past zum Beispiel. Wo man jetzt so Pegasus-Stiefel oder sowas in der Richtung oder was geht hier ab? Ja, stimmt, ich glaube, der hat dann so einen kleinen Boost. Ich erinnere mich da. Oh, ran, oh mein Gott, da ist ja ein Gegner. Der mich nicht bemerkt hat und ich bin auch einfach doof. Holy shit. Ich wollte eigentlich die andere Waffe haben. Habe aber vergessen, wie ich wechsle. Eieieiei. Hau ab. Alter Vater. Die sind dann auch schnell as fuck, ne? Ist das hier die Sternrune? Ja, sehr gut. Mann. Viel zu viel Action hier. Das bin ich nicht gewohnt. Ich weiß es nicht. Geht, glaube ich, beides mittlerweile. Vielleicht ging es auch schon immer. Die Grabsteine zerstöre ich auf jeden Fall weiterhin. Allein für die Trophäe. Komm, dich kann ich doch niederschmettern, oder? Hier ist ein Schatz. Gut. Das heißt, hier kommen wir jetzt rein und holen uns dann... Ist das jetzt hier die Fähigkeit, oder was? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Energiefläche. Was steht da? Undertakers. Was? Ist hier jetzt ein Boss? Oder ich dachte, das waren die Bosse. Ich kann da doch reinlaufen, oder? Ich weiß aber nicht, ob ich das tun soll. Ach Gott. Ich mag Entscheidungen treffen nicht. Ich möchte lieber wissen... Ach, da komme ich gar nicht hin, da hinten, oder? Ich muss wahrscheinlich erstmal hier... Ja, nee, das... Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, da werde ich später hinkommen. Ich habe gerade also keine andere Wahl, als das zu machen, ne? Gut. Das ist was anderes. Dann gehe ich da gerne rein. Auch wenn ich aufs Maul kriegen werde. Ach, hier ist der Seelenkelch. Aha, okay. Okay. Ich glaube 90% oder wie viel hatte ich? Warum versagt jetzt meine Stimme ganz plötzlich? Eieieiei. Also, war jetzt eigentlich klar, dass hier Gegner sind. Ich bin trotzdem überrascht, wenn plötzlich einer vor mir runterspringt. Vor allem, weil die einfach so kackenschnell sind und kackenstark gefühlt. Zumindest. Hau ab. Es bringt da doch einfach nichts mit Fernkampf. Ehrlich, es bringt nichts. Also zu wenig. Was ist das hier? Was ist das? Ihr überfordert mich. Ist hier noch irgendjemand am Leben? Ja, tatsächlich. Lol. So, hier komme ich wieder hoch. Schön. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Komplett. Ach, hier ist auch noch ein... Der Kelch kann... Ja, komm, dann machen wir das doch direkt. Hallo? Kelch, danke schön. Der Heldensaal wartet. Ja, der kann lange warten. Ich bin nämlich kein Held. Okay, der Schild hat jetzt natürlich ein bisschen abgenommen. Ich kann aber auch zum Kupferschild wechseln oder habe ich das jetzt nicht mehr? Würde mich doch mal interessieren. Dann nehme ich nämlich fast das Nonplusultra. Ja, ich würde tatsächlich lieber erstmal mein Billo-Schild nehmen. Weil ich einfach der größte Kacknoob bin. Okay, ja, das Schild ist auch der größte Kacknoob. Ich glaube, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, gegen die wirklich zu bestehen, oder? Was ist das denn hier? Sagt mir es einfach nur, ja, Ende des Weges. Das ist sehr merkwürdig, wirklich. Ich glaube, das zeigt einfach nur von wegen, ey, hier kommt Tageslicht durch. Ist das nicht cool? Oder kann ich hier den Hexentalisman einsetzen und alles beschwören? Das macht keinen Sinn. Aber gut, ich glaube, so ein Hexentalisman macht auch generell keinen Sinn, wenn man nicht ein bisschen Sinn für Fantasy hat. Ich glaube, das war hier tatsächlich alles, was wir machen konnten, mussten, sollten. Ich weiß es nicht. Ich meine, das macht eigentlich wenig Sinn, weil jetzt... Eigentlich muss ja doch jetzt was passiert sein, oder was? Also ich denke mal zumindest... vielleicht ist es doch flaches Wasser. Ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt da reinspringen, muss ich gestehen. Das ist doch niemals flaches Wasser. Das ist kein flaches Wasser. Wenn doch, hasst ihr mich jetzt alle. Noch mehr. Mann. Was habe ich hier schon wieder zu tun, sag mal. Ich habe hier die beiden Hunde besiegt. Wölfe. Schön. Und jetzt? Da unten habe ich jetzt offenbar auch alles besiegt. Hat sich zumindest so angefühlt. Und jetzt? Habe ich hier irgendwas komplett übersehen oder nicht verstanden?
Kann ich das Level vielleicht auch so verlassen wie ursprünglich? Das kann ja auch sein, ne? Dass ich das Level jetzt quasi ganz normal verlassen kann wie das erste Level. Aber ich glaube, da kamen wir ja gerade eigentlich her. Das war ja eigentlich der Anfang, oder? Von diesem Level jetzt, von Rückkehr zum Friedhof. Da oben ist auch noch ein Gargoyle-Händler und sowas. Aber das ist halt alles, das ist zu hoch und alles. Da hinten ist das Tor. Ich muss locker dahin, also. Was anderes kann er mir nicht sagen. Ich würde jetzt nochmal da unten reingehen. Ich traue mich nicht, darüber zu springen. Nee, das... Nein. Glaube ich nicht dran. Ich spreche nochmal mit Kollege hier. Eure Füße sollen euch schneller tragen. Ihr wollt, ja, ihr müsst die bösen Friedhofswächter besiegen. Ja, welche Friedhofswächter denn bitte? Was sind die Friedhofswächter? Ich weiß es nicht. Muss ich hier springen, damit ich... Ernsthaft? Wenn ihr schon irgendwas Undefiniertes, dann sagt mir wenigstens so, ey, guck mal, wenn du springst, dann wirst du irgendwie hochgesogen. Alter, ja, wow. Wow, ehrlich. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht auch wirklich. Also, ich kann die Kamera hier nicht bewegen, okay. Ich meine, war, hä? Also, ich fand jetzt nicht unbedingt, dass ich darauf hätte kommen sollen, dass ich da, ach, mein Gott, ja. Was soll's. Ja, mal, ach so, okay. Ah, ich erinnere mich gerade an das Level. Ja, ja, da müssen wir uns jetzt eine Brücke bauen, ne? Über diesen Fluss. Alter, ja gut, ne? Das erklärt so Sachen. Dann hat das nämlich auch einen Sinn. Das sah halt... Erst sah es aus wie Wasser, dann sah es aus wie so ein... Wie so eine Art Aufwind tatsächlich, ne? Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich selber springen muss dafür. Und im zweiten Moment sah es dann eher so aus, als würde da vielleicht einfach nur Licht durchkommen und es sieht einfach extrem scheiße animiert aus. Mann. Ja, muss man wissen, ne? Muss man wissen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht wieder den ganzen Weg zum Anfang zurückgelaufen bin. Und ich bin auch froh, dass ich nicht versucht habe, über das Flussgedöns zu springen. Das hätte nämlich garantiert nicht geklappt. Also mein Verstand ist zumindest nicht ganz so kaputt. Ist ja auch schon mal positiv. So, wo geht's hier noch hin? Nirgends? Okay. Dann schubsen wir jetzt, also ist das jetzt von der anderen Seite? Oder ist ich... Hab da doch für noch was gesehen. Energieflächen ist auf jeden Fall sehr gut. Heißt aber, der große Kampf gegen Wächter kommt noch, ne? Die haben wir noch nicht besiegt. Da hätten wir auch eine Trophäe bekommen, glaube ich. Ja, der wird da vorne warten. Da ist auch noch ein Jungbrunnen, ne? Ich bin in der Wand. Nein! Danke, Spiel! Super, ich liebe dich. Ach Gott. Immerhin setzt er mich jetzt nicht in der Wand raus. Ja, jetzt fühle ich mich hundertprozentig verarscht. Aber ich habe ja hier einen Jungbrunnen. Was ist das denn für eine Scheiße, sag mal. Ey. Ist ja voll der Betrug. Ja. Vielleicht kriegen wir die noch voll, aber ich glaube, dann ist auch Ende. Ja, wobei, doch, das war ein ganz guter Jungbrunnen, würde ich sagen. Aber ich wäre jetzt einfach komplett voll. Ich wäre komplett voll, wenn das Spiel mich gelassen hätte. Aber so ganz verstanden? Habe ich irgendwas noch vergessen? Nee, okay. Die Steine ergeben nämlich gerade für mich keinen Sinn. Weil von der anderen Seite komme ich da nicht rüber und ich komme nicht zurück. Hier haben wir die Wächter. Schön. Ready to die. Ach du Kacke. Ich habe keine Ahnung, welche Waffe ich nehmen soll. Ich glaube, ich wechsle einfach mal zum Hammer. Das ist die letzte Waffe, die wir bekommen haben. Vielleicht die stärkste entsprechend. Ich kann es euch nicht sagen. Aber es gibt mir, glaube ich, am ehesten ein Gefühl von Sicherheit. Die Armbrust würde ich aber gerne eigentlich auch... Ich glaube, die lege ich dann doch auf den... Und go! Einfach mal schießen. Okay, nee, das sind halt richtige Gegner so. Okay, das bringt schon mal nichts. Stand da gerade irgendwas zu denen? Was macht ihr? Ihr seid... Nein. Oh mein Gott. An die kann ich mich halt so gar nicht erinnern. Ich glaube, hier muss ich auch erstmal wieder warten, bis die irgendwas machen, oder? In der Form, wie sie gerade hier agieren, kann ich, glaube ich, nichts machen. Ich glaube, in der Form könnte ich sie vielleicht verletzen. Versuche ich mal mit der Armbrust gleich. Ja, ja, genau, wenn die hier so gegen die Mauer da quasi geprallt sind. Dann kann ich sie verletzen. Und ich glaube, mit der Armbrust ist das tatsächlich eine ganz feine Sache. Ja. Aber ich habe, glaube ich, nicht mehr genug.
Nur noch 80. Ach, jetzt greift er zweimal an, der Sack. Ist ja frech. Die ändern ihr Schema. Seit wann macht ein Bosse denn sowas? Ja, das reicht auf keinen Fall. Oh, je, je. Naja, gut. Was war das jetzt für ein Act? Bewegen sich beide. Ja, ich schieße einfach mal ein bisschen, bis ich nichts mehr habe. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe ja auch noch, was waren das andere noch? Die Wurfspeere, ne? Die Dinger. Kann man ja auch mal verwenden. Oder halt wirklich mal ein bisschen Nahkampf. Jetzt ist nur noch einer da. Das ist ja schon mal sehr erfreulich. Ui, und ich glaube, der greift jetzt kontinuierlich an, oder wie sieht's aus? Ui. 10 noch. So, tot. Kühner Vorstoß, was? Keine Ahnung, kühner Vorstoß habe ich jetzt bekommen, ja? Wird mir das noch erklärt? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich habe jetzt auf jeden Fall keine oder kaum noch Armbrustschüsse. Ja, und ich verschwende die letzten auch noch, schön. Weil ich irgendwie damit gerechnet hätte, dass mein Schwert jetzt... So. Ja, Waffenwechsel muss ich noch optimieren. Hier ist eine Flasche oder was ist das? Oder ist das gar nichts? Ich glaube, das ist ein kleines Easter Egg, oder? Er sieht auf jeden Fall extrem dämlich aus. Schöne Sache. Hat das einen Hintergrund? Keine Ahnung. Das ist ja interessant. Ich stelle wahrscheinlich gerade schon wieder zu viele Fragen und mache mir zu viele Gedanken, oder? Das kann gut sein. Zurück möchte ich jetzt nicht so wirklich. Da hinten ist auch Ende. Es trifft sich gut, ja. Um die Nekropolis ist alles anders. Es gibt viele Wege. Und an jeder Biegung und jedem Hügel wartet ein schrecklicher Tod. Sollst du mich nicht für das kommende Spiel motivieren? So? Ist nämlich gerade das Gegenteil. Aber schön, ja. Kann ich noch mit dir sprechen oder? Nee, der ist jetzt stumm. Okay. Ah, ja, wunderbar. Also wunderbar im Sinne von ich bin durch. Nicht ich im Sinne von ich bin da wunderbar durchgekommen. Das jetzt nicht unbedingt. Aber es scheint so, als wären zumindest gerade die Level schön in so 20 Minuten abarbeitbar. Das ist ja auch in Ordnung. So ein bisschen. Muss ich jetzt selber mit dir sprechen oder willst du nicht, oder? Hallo? Ach, der verkauft Sachen. Na, schön. Ja, dann kaufen wir doch gleich mal einige Schüsse. Das ist, glaube ich, immer gut beraten. Hereinspaziert. Ja, ja, gut. Das haben wir schon gehört. Da hinten der Kollege will wieder was von uns. Der uns ja, glaube ich, diesen Hammer gegeben hat oder so. Wir können hier auch Sachen, glaube ich, runterschmeißen, oder? Wie ist das? Ja, tatsächlich. Komm, das gibt eine Trophäe. Bitte. Manu. Ja, vielleicht alle. Will ich gerade einfach mal machen. Aber ich komme nicht mehr rauf. Stark. Los, runter vom Tisch. So, gib mir eine Trophäe. Das ist doch voll cool. Ja, dann halt nicht. Dann besuchen wir wieder den Kollegen. Bravo, Fortescue. Einige glaubten, Zarok hätte euch schon längst zu Kleinholz verarbeitet. Aber ich wusste, ihr würdet dagegenhalten. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit. Könnte ganz nützlich werden. Wollt ihr's? Absolut, ne? Absolut. Ich glaube, es ist Geld. Ja, es ist Geld. Gut. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, was ist jetzt mit dem Vorstoß, sag mal? Habe ich jetzt nichts weiter von gehört? Ach, okay. Ich mache ihn auf jeden Fall mit R1. Das heißt, sobald ich mein Schild hebe und in Bewegung bin, stürmt der Fortescue. Und das macht das Ganze schön agil. Kann man vielleicht auch ein bisschen den Gegnern ausweichen, wenn man keinen Bock drauf hat. Ja, okay. Das ist also unsere neue Fähigkeit. Wissen wir jetzt Bescheid. Warum will ich eigentlich immer hier hin? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist halt so dieser normale Workflow, so von wegen so, du kommst rein und gehst wieder raus, aber denselben Ausgang benutzen wie der Eingang, das ist irgendwie, das ist, fühlt sich nicht intuitiv an, irgendwie. So, jetzt kommen wir also nach was? Nekrosia, irgendwas? Ja, ich hab Angst. Aber das hab ich eigentlich vor jedem Level. Aber sieht ja eigentlich mal ganz schön aus. Ach, ist das, wo man diesen komischen Wurm, Geist, Gedöns, Drachen da befreien kann? Diese Felder.
haben wir auch, glaube ich, eine Mehrfachauswahl, ne? Vogelscheuchenfelder und hier oben die Zaubererde. Den Namen fand ich schon immer so geil. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, was soll man machen? Ich glaube, ich würde mit der Zaubererde mal anfangen. Wahrscheinlich bereue ich diese Auswahl. Ob das der Fall ist, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.